Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von babyartikel.de. Ich bin Nora und bei mir ist wieder die Anna-Maria, unsere Lieblingshebamme. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Grüß. Ja, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch und zwar geht es um die Wassergeburt. Ja. Ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Art der Entbindung. Und da werden wir euch heute ein paar Dinge darüber erzählen und Anna-Maria beantwortet eine Frage. Viel Spaß dabei! Anna-Maria, was ist denn bei der Vorbereitung für so eine Wassergeburt zu beachten? Also gibt es was zu beachten? Man braucht eine Badewanne in erster Linie. Eine Badewanne, warmes Wasser, viele Handtücher. Vielleicht ein Bikini und eine Badehose für den Mann. Nicht unbedingt, aber gibt es auch. Nee, aber ansonsten, also eine spezielle Vorbereitung in dem Sinne braucht es eigentlich nicht. Also man kann halt eine Wassergeburt zu Hause machen, wenn man eine Hausgeburt macht. Da gibt es dann immer so Geburtspools. Dann kann man das natürlich im Geburtshaus machen. Die haben in der Regel auch immer so ein bisschen größere Gebärwannen und natürlich selbstverständlich auch in den Kliniken. Auch in den Kliniken gibt es so etwas größere Geburtsbadewannen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen besser einhängen kann. Aber nicht jede Klinik hat auch die Möglichkeit, dass man eine Wassergeburt machen kann. Deswegen, wenn du dich dafür interessierst, dann empfehle ich dir, dich vorab mal zu informieren, ob das wirklich deine Wunschklinik auch hat, so eine Gebärbadewanne. Ja. Und gibt es da so klare Vorteile, so dass man sagt, eine Wassergeburt erleichtert gewisse Umstände fürs Kind und für die Mutter? Oder ist es einfach nur so Typsache und einfach, was sich die Mutter eben wünscht? Ja, Wasser hat halt ein paar ganz günstige Eigenschaften für die Geburt. Zum Beispiel ist es so, dass es manchmal unglaublich schmerzerleichternd und entspannend wirkt. Das kennen wir ja selbst auch alle. Nicht umsonst geht man immer zum Wellnessen, zum Entspannen und zum Erholen, weil Wasser halt eben diese Eigenschaft hat, dass man sich so ein bisschen hingibt und alles mal hängen lässt. Und das ist halt auch förderlich für die Geburt. Deswegen ist es halt eine ganz praktische Variante, um so ein bisschen die Schmerzen zu reduzieren. Also angenommen zum Beispiel, du hast zu Beginn die Wehentätigkeit und es beginnt zum Beispiel schmerzhaft zu werden, dann ist oft so schon so ein Tipp für zu Hause, dass man, bevor man in die Klinik fährt, zuerst mal in die Badewanne geht, um zu schauen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich in der Badewanne bin? Gehen die Wehen vielleicht wieder komplett weg? Also das ist dann ein Zeichen dafür, dass einfach die Geburt noch nicht ordentlich losgegangen ist und einfach die Kontraktionen zum Beispiel nur als Überanstrengung waren, aber nicht wirkliche Geburtswehen sind. Oder beginnt dieses Wasser vielleicht sogar die Geburt voranzubringen und die Wehen rhythmischer zu machen, was dann schon ein Zeichen ist, dass vielleicht die Geburt losgeht, genau. Und gleichzeitig ist es auch oft so, dass dann halt die Wehen viel erträglicher werden und man besser damit zurechtkommt. Also es ist eigentlich wie ein erstes Schmerzmittel auch. Okay. Also so sehe ich das ja. Ja, und wie ist so der Ablauf, wenn man sagt, also ich will unbedingt eine Wassergeburt probieren und ich gehe halt in die Klinik, meine Wehen sind alle 5 Minuten da und keine Ahnung, der Muttermund ist auch schon angefangen, hat sich schon geöffnet. Wie läuft das? Gehe ich sofort in die Badewanne oder warte ich noch, bis der Muttermund eine gewisse Ausdehnung hat? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich finde es immer ganz praktisch, wenn man so ein bisschen offen ist und dann in der Situation erst entscheidet, okay, passt es jetzt für mich oder nicht? Und manchmal hat man vielleicht das Bild im Kopf, eine Wassergeburt muss unbedingt, das ist das Richtige für mich, das möchte ich unbedingt haben. Und wenn es dann soweit ist, merkt man, ich habe gar nicht das Bedürfnis danach. Oder es ergibt sich gar nicht die Situation, dass es notwendig wird. Oder eben auch andersrum. Manche Frauen sagen, oh, Wasser ist überhaupt nicht mein Ding, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man es dann aber ausprobiert, merkt man, das ist doch eine ganz gute Möglichkeit, hätte ich gar nicht gedacht. Also deswegen würde ich zu einem mal sehr offen daran gehen und einfach zuerst mal schauen, wie komme ich mit den Wehen zurecht? Komme ich gut damit zurecht? Das heißt, ich kann die vom Schmerzlevel ist es erträglich und der Muttermund geht auf oder merke ich, ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Heißt, Schmerzen sind einfach viel zu stark für mich. Ich
verspannen nicht zu sehr und der Muttermund geht nicht auf. Ja? Und dann genau, kann man die Badewanne ausprobieren. Ja? Oft ist es so, dass es ganz praktisch ist, wenn man vorher mal einen Einlauf gemacht hat, damit man auch sicher ist, dass hier der Darm vorab schon mal leer ist. Und ansonsten, genau, schaut man dann einfach, wie das unter Geburt ist mit dem Wasser und entscheidet dann weiter. Ja? Man muss ja nicht sagen, okay, ich mache das jetzt so und dann bleibe ich in der Badewanne, bis das Kind da ist. Sondern man kann das auch mal ausprobieren, wie es einem gut tut, ob es sich weiterhin günstig entwickelt und man dabei bleibt oder ob man dann vielleicht auch wieder eben mal rausgeht. Genau. Okay, aber es gibt jetzt nicht so einen Fahrplan, wo man sagt, aus Sicherheitsgründen nur eine Viertelstunde am Stück und dann erstmal wieder raus und wieder rein. Sowas gibt es in dem Sinne nicht, je nachdem, wie es der Entbindenden gut tut. Genau, na, sowas gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt so Empfehlungen bezüglich Temperatur und Erfahrungswerte bezüglich Temperatur, die Hebammen halt machen oder auch entscheiden individuell, wie auch die Konstitution der Frau ist, aber jetzt keine spezielle Empfehlung bezüglich irgendeiner Zeit. Es ist halt natürlich so, dass man unter Geburt in der Klinik immer wieder auch mal eine CTG-Kontrolle macht, also eine Herztonableitung. Das ist dann eher so ein, sag ich mal, limitierender Faktor, wo vielleicht auch mal wieder die Herztöne überprüft werden müssen und man halt schauen muss, ist das möglich in der Badewanne oder inwiefern oder reicht das auch aus. Also es gibt ja eben nicht nur CTG, sondern auch so ein Dopton, also so ein Hörgerät für Ultraschall. Mit dem kann man sehr gut in der Badewanne Herztöne hören, aber halt nicht über längere Dauer. Genau, das ist so ein Faktor. Oder zum Beispiel, wenn man sich doch für eine PDA entscheiden möchte, dann muss man auch raus aus der Badewanne. Weil das geht natürlich auch nicht. Das ist ja ein Stich hinten in den Rücken rein und da muss alles, darf nicht reinfließen. Und deswegen geht es natürlich nicht dann in der. Und danach dürfte man dann auch nicht mehr wahrscheinlich rein, oder? Nach der PDA. Wegen der eventuellen Lähmung oder. Lähmungsrisiko auch. Und das ist ja, genau. Na, also mit PDA. Also Betäubung ist es ja. Aha, okay. Und. Viele interessiert bestimmt auch, wie das denn so ist, wenn das Baby dann unter Wasser quasi auf die Welt kommt. Im Grunde könnte man ja sagen, es bleibt so ein bisschen für einen Moment noch in seinem Element. Ne? Es schwimmt ja auch im Mutterleib und geht dann quasi von einem Wasser ins nächste. Ja. Also wie macht man das dann so? Wie sind dann so die nächsten Griffe oder Schritte? Ja, es ist tatsächlich ganz ein süßes Bild. Also weil ein Vorteil ist natürlich, von der Wassergeburt, dass das Gewebe schön aufgeweicht wird, was halt ein Vorteil sein kann, damit es vielleicht nicht so leicht reißt. Und der zweite Vorteil ist, sagt man halt, dass es ein bisschen angenehmer vielleicht ist für die Kinder, halt da raus zu schwimmen. Und genau, das ist auch so, man lässt die Kinder komplett unter Wasser zur Welt kommen und hebt sie dann schön langsam da aus dem Wasser rauf so, und legt sie dann zur Mutter auf die Brust. Genau. Aha. Schwimmen dann die ersten Atemzüge. Also Atemzüge nicht, die ersten Momente, bis sie dann rauskommen und zur Mutter auf die Brust. Genau. Schön. Okay. Ja, ich finde, das klingt eigentlich nach einer schönen Variante für die Geburt. Wenn man sagt, man fühlt sich gut dabei, dann ist es, glaube ich, mal eine schöne andere Art, sein Kind zu kriegen. Ja, braucht man immer eine mobile Hebamme, die ganz beweglich ist, um sich immer so reinzubeugen und so. Gell? Deswegen ist es auch so, dass das eher so die jüngeren Kolleginnen machen und die älteren. Ach, tatsächlich? Ja, schon. Ist ja auch menschlich, gell? Sehr ja, das stimmt. Aber, ja, genau, wie gesagt, eine Wassergeburt. Ja, ist je nach Klinik. In einigen Kliniken wird das ganz viel gemacht, in anderen wird das weniger gemacht. Ich würde nochmal nachfragen oder auch bei Freundinnen oder Bekannten, die das vielleicht auch schon erlebt haben, ob das da bei denen möglich war. Ja, genau. Genau. Also einfach mit der Klinik abklären, ob die Gegebenheiten dort sind oder mit dem Geburtshaus und dann vor Ort entscheiden, ob man sagt, man hat jetzt das Gefühl, man möchte oder man möchte nicht. Ja, ja. So würde ich es empfehlen. Genau. Wichtig ist bei der Entscheidung halt einfach nur, eine PDA ist zu einer Wassergeburt nicht möglich. Gut. Aber ich finde ja, das ist ja, wenn man merkt, okay, das Wasser reicht mir nicht mehr gut aus, dann ist ja die PDA auch die nächste Variante zum Wählen, um einfach noch eine größere Schmerz oder eine größere Betäubung zu haben. Und ja, das war's eigentlich.
Ja, gut. Dann. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen bei vorzeitigen Blasensprung zum Beispiel, wenn man ganz einen langen Blasensprung hatte. Manche Kliniken oder so sagen ja, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt okay, dann machen wir keine Wassergeburt mehr. Aber ich würde einfach da wirklich direkt bei der Klinik vor Ort anfragen, ob es da was zu beachten gibt. Und genau, mich dann so entscheiden. Gut, dann sage ich vielen Dank, Anna-Maria. Und für alle, die sich von euch für eine Wassergeburt entscheiden oder sich dafür interessieren, sagen wir eine schöne Geburt unter Wasser und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.